Ich habe jetzt auch ein Taubsital. Das ist das 15L15. Dann ist es aber kein Taubsital, dann ist es ein Iveltal. Was für eine Schnelligkeit stellst du ein für Ipogo, um Bonbons zu farmen? Ich würde beim Eierbrüten, genau wie bei der Geschwindigkeit für Bonbons und Buddies und sonst was, immer die normale Standardgeschwindigkeit von 9 km pro Stunde lassen. Wenn man mal eine Route für Stops und Geschenke, Pogestops und Geschenke haben möchte, dann könnte man auch 15 nehmen, 15 km pro Stunde, aber bei 9 km pro Stunde ist meiner Meinung nach das beste Ergebnis, wenn man jetzt Bonbons erlaufen will oder wenn man jetzt Eier brüten möchte, damit es da keine Probleme gibt. Ich nutze aber eigentlich Ipogo nicht großartig auf. Oh! Shiny! Nach 61 Raids! Und das ist total sinnlos, weil das ist das erste. Und ich brauche immer noch 3. Das heißt, den müssen wir jetzt erstmal fangen. Guckt ihr es an. Wo willst? Und jetzt müssen wir den aber noch eintüten. Ich hoffe, ich habe keinen Cooldown ausgelöst irgendwo. Nicht, dass er jetzt abhaut. Nee, da hätte ich ja gar keinen Raid machen können. Wir werfen mal drauf. Oh mein Gott. Das erste Shiny. Hm. 61 Raids. Wuffels 61 hier. So. Den kann ich mir heute gleich rüber tauschen auf meinen Main-Account. Dann passt das ja, oder? Gut.